Hitradio FFH präsentiert die wilde Welt der Alltagstiere. Kuckuck. Hi. Hier sind wieder Königspython 73 und Exe, eure Tierfluencer. Hey, yo, Leute. Was geht? Heute beobachten wir für euch mal ein besonders feinfühliges und geradezu sentimentales Tierchen, was am liebsten auf seinem Fell vorm Kamin liegt. Es handelt sich dabei um den Romantiger. Auf dem Weg zu seinem Weibchen sieht man den Romantiger häufig im Mondschein umherstreifen. Ja, Mann, dann markiert er die Bäume in seinem Revier mit Herzchen und streut Rosenblätter. Man kann ihn aber auch am Tag sehr gut beobachten, am besten übrigens an einem Valentinstag. Hey, aber jetzt mal Real Talk. Das Werben um ein Weibchen gestaltet sich beim Romantiger sehr, sehr aufwendig. Deshalb ist der Romantiger auch vom Aussterben bedroht. Aber bekannte Persönlichkeiten wie Rosamunde Pilcher oder die schwedische Tierschützerin Inga Lindström haben sich dem Erhalt dieses selten gewordenen Tierchens verschrieben. Und sie werben sogar in Filmen für die Rettung des Romantigers. Der Romantiger sucht sein Weibchen selten alleine auf. Oft sieht man ihn in Begleitung eines anderen Tierchens, und zwar dem Blumenstrauß. Das war's dann auch schon wieder, Leute. Lasst uns gern noch ein paar Likes da und abonniert unseren Kanal auf YouTube. See you und denkt dran, reinschauen rentiert sich. Hitradio FFH. Tierisch gut.